Wir lassen uns nicht spalten. Und wir sind mit Ihnen, mit denen am meist unterdrücktesten in der Welt. Vor 126 Jahren, in den Kämpfen um den 8-Stunden-Tag, die ersten Massendemonstrationen um den 1. Mai in Chicago, auf den High Market. Wo wären wir ohne diese Kämpfe? Und was wir noch vor uns haben, das zeigt, wie wenige in der Welt einen 8-Stunden-Tag haben. Und wie sehr auch die Sklaverei weltweit wieder auf dem Vormarsch ist. Die Ursache ist der Kapitalismus, dass er nie gänzlich zerschlagen wurde. Und wir es sein werden und wir es sein müssen, die daran arbeiten müssen, ihn zu zerschlagen. Hoch die internationale Solidarität! Proletarier aller Länder! Vereinigt euch! Unterdrückte Völker! Vereinigt euch! Ohne den völligen und engsten Zusammenschluss der Arbeiter in ihrem Kampfe gegen das Kapital in Europa und der USA, mit den von diesem Kapital unterdrückten Hunderten und aber 100 Millionen von Kolonialsklaven, wären in Wirklichkeit die revolutionäre Bewegung der fortgeschrittenen Länder ein einfacher Betrug. Für viele Revolutionäre hier im Land ist dieses linguistische Prinzip nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Aber nicht für uns. In unserem Block wehen die Fahnen der bekämpften Parteien, der Organisationen jedes Kontinents. Unser Block ist ein lebendiger Ausdruck des engsten Zusammenschlusses zwischen den Revolutionären aus den imperialistischen Ländern und denen, die in den Sturmzentren der Weltrevolution kämpfen. Den revolutionären Parteien und Organisationen aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Hoch die internationale Solidarität mit denen aus Syrien, die da auf die Straße gehen wollen und nicht zulassen wollen, dass Syrien genauso zerstört wird, wie es sie mit Irak gemacht haben. Die gegen dieses barbarische Unternehmen auf die Straße gehen werden, was die Herrschenden vorhaben. Am 5. Mai. Bis zur systematischen Vergewaltigung ausgesetzt.
Auch rund 100 türkische und kurdische Journalisten sitzen wegen ihrer regierungskritischen Berichterstattung im Gefängnis. So die Polizei mit Knüppeln, Gasgranaten, Panzerwaffen und Wasserwerfern gegen die kurdische Demokratiebewegung und sozialistische Linke vorgibt, setzt die AKP-Regierung ihre neoliberalen Agenda gewaltsam gegen die Gewerkschaftsbewegung durch. Kämpfen wir gemeinsam für menschenwürdige Arbeit, Freiheit und Demokratie in Deutschland, in der Türkei und in Kurdistan. Bishi Yek Kulam, es lebe der 1. Mai. Bishi Piskitia Gelam, es lebe die Solidarität der Völker. Bishi Dekoshina, Demokratie. Es lebe der Kampf für Freiheit und Demokratie. Freiheit für Öcalan, Frieden in Kurdistan. Oder dass sie umgeht, das Anzünden und Werfen von Pyrotechnik. Die Polizei wird dies nicht tolerieren und gegebenenfalls unverzüglich und ohne weitere Warnung Zwang gegen sie anwenden. Und so war es, wahrlich, keine Überraschung, dass die NSU-Bande von Anfang an von VS aufgebaut, unterstützt und geführt wurde. Heute wird immer deutlicher, dass diese Brüder des Staates geopfert wurden, weil sie zu viel wussten. Man hat sie einfach miterschossen. Heute, es gibt keinen Grund, den Erklärungen der Polizei, dem VS zu glauben. Und wenn diese ganzen abscheulichen Verbrechen begangen hat, werden sie uns wohl nie sagen. Und was diese NSU noch getrieben hat, werden sie vertuschen. Die bürgerlichen Medien reden heute vom Ende der Welt, vom Ende des Kapitalismus. Und da ist was dran. Denn wir erleben den sterbenden Prozess dieses Systems, des Imperialismus. Allenorts riecht es nach Fäulnis. In dieser Lage, wo der Klassenkampf auf der ganzen Welt sich verschärft und auch hierzulande die Arbeiterklasse immer stärker von der Krise betroffen ist, zeichnet das deutsche System dem Imperialismus neue Vorstöße zur Verwicklung von der Verwirklichung ihrer Großmachtsträume. Sie brauchen eine stärkere Zentralisierung ihres Staatsapparates. Und das ist, was jetzt die bürgerlichen Parteien sagen. Die Geheimdienste sollen zentralisiert werden. Ähnlich des Reichssicherheitshauptamtes. Wir brauchen die Straße. Wir brauchen einen neuen Aufstand und keinen Aufstand der Anständigen. Gehen wir auf die Straße am 2. Juni. Planen die Nazis einen Aufmarsch durch Hamburg. Tag der neuen, der deutschen Zukunft. Wir rufen dazu auf, die Nazis am 2. Juni anzugreifen, wenn sie versuchen, durch Hamburg zu laufen. Es werden sich ihnen viele in den Weg stellen, die Straßen blockieren. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die
nicht nur schützen werden, sondern dass sie wollen, den Nazis die Straße kleinprügeln werden. Deshalb sagen wir, lasst uns am 2. Juni alle angreifen, die hinter den Faschisten stecken, die sie schützen und immer wieder ihnen die Straße freigeknöppelt haben. Es wäre der 1. Mai. Sich jedoch nicht okay. Der kapitalistischen. Wir müssen uns mit einem Völker, die Erde solidarisieren, die den kapitalistischen Krieg aufsetzen. Ja. Yeah!
euch noch, wenn es hier mal scheppert, ihr Punkte. Seid ihr nicht mehr durch das Demonstrationsrecht geschützt? Also geschützt, hat man ja gesehen, wie das läuft. Also wenn ihr irgendwas anderes heute noch vorhabt, was auch immer. Oh, ich hab meine Wäsche noch. Macht das demnächst. Hey, Einreise! Wir fordern von den Bullen, dass sie die Leute auch gehen lassen. Und wir fordern von den Bullen, dass sie uns beim nächsten 1. Mai nicht so finden. Wir fordern von den Bullen, dass sie keine Bullen mehr sind, weil das ist eigentlich die einzige korrekte Forderung, die wir an sie haben können. Lass uns ja nicht raus! Tippt man dauernd in die See. Ja. Nee. Hat sie mal jetzt? Okay. Ach,
Anna, du bist ja super hier. Mein ja. Nachbar hier, ne? So ist es. So ist es. Zeigt sich von der besten Seite hier. Ich will zu, dass du Land gewinnst. Toll. Okay. Zufällig habe ich daneben gestanden und gesehen, dass du du standest immer daneben, ne? Ganz toll. Solche Typen brauchen wir. Und irgendwann gibt es die persönliche Kennzeichnung. Ja, die gibt es irgendwann. Ja, Das Nachbar ist ja immer der netteste von allen und jetzt. Greift man ein bisschen zu. Jetzt greift man ein bisschen zu, weil man schließlich keine persönliche Kennzeichnung hat. Dieser Mensch ist völlig unschuldig ist der. Ruhig, Teufel! Ihr betreibt den Staatsterrorismus mit dem Kommando. Dieser Mensch bedarf dem, hat nichts getan. Und du weißt das. Er ist nichts getan! Und du machst hier den Lärm. So geht es nicht. Dieser Typ ist kein Gewalttäter, der hat gar nichts getan. Und das ist die Tatsache. Dieser Mann ist völlig unschuldig und ihr stürzt euch wie die Bekloppten. Wir haben so viele! Ja, aber nicht die meisten. Da muss es jetzt sein. Sind die Menschen auch eingegangen, da darf ich mich ja wohl alle Personen stellen, die neben 30 stehen, oder? Ja, aber nicht das diskutieren. Wir uns kennen das so wie nicht so. Ich hab gar nicht geredet. Wir sprechen doch gerade miteinander. Ja, aber du hast mit mir gesprochen und ich nicht mit dir. Okay. Ihr erzeugt euch immer nur die Gegner. Nein, der Vogel wird dich fangen. Hier die Vogel für euch. Je mehr Vogel in der Kirche, desto besser. So einfach. Nicht so laut. Da drüben ist noch ein Sonderspezial. Das ist ja sowas wie Hornissen. SS, SA, die Polizei ist da.